Heute geht es um einen richtig coolen CSS-Effekt. Auf geht's! Hey Leute und herzlich willkommen zu einem kleinen CSS-Tutorial diesen Sonntag. Als erstes, wer sich um meine Stimme wundert, ich lag letzte Woche leider krank im Bett und das ist noch nicht ganz weg, daher klingt meine Stimme noch ein bisschen erkältet und das sollte sich aber hoffentlich bald wieder erledigen. Auf jeden Fall, heute geht es um CSS. CSS an sich brauchen wir für das Tutorial nicht hauptsächlich und einen HTML-Text, irgendwas. Egal, ob es eine Überschrift ist, ein Fließtext oder sonst irgendwas, wir können mit HTML und CSS, vor allem mit CSS, Clipping-Masken für Text erstellen. Der Effekt ist echt cool, echt einfach, aber total unbekannt. Man sieht ihn sehr, sehr selten im Web. Ich habe ihn bisher noch auf keiner größeren Seite irgendwann mal gefunden und bin selbst erst vor einigen Wochen drauf gestoßen durch Zufall. Vorher kannte ich das auch noch nicht. Aber es ist echt cool und macht total Spaß, damit rumzuspielen. Wir werden das Ganze auch noch animieren, sodass ein bisschen coolerer Effekt beim Hover entsteht. Und das sind eigentlich genug Worte. Jetzt geht's mit dem Tutorial los. Viel Spaß! So, das ist, was wir heute erreichen wollen. Und zwar haben wir hier eine Schrift auf einem Bild, aber die Schrift an sich hat halt auch schon ein Hintergrundbild. Was heißt, wir benutzen gerade die Schrift als Clipping-Maske. Was heißt das? Das Hintergrundbild, was wir der Schrift zugeordnet haben, wird vom Text selbst geklippt, sodass der Effekt entsteht wie in Photoshop, wenn man eine Schrift als Maske benutzt. Wenn ich hier drüber hover, können wir das Ganze sogar noch animieren. Und zwar können wir einfach den Hintergrund bzw. die Position des Hintergrundbildes verschieben und das Ganze mit Transition auch noch leicht animieren. Das Ganze ist ziemlich simpel und deswegen fangen wir jetzt auch einfach an, und zwar mit der Index-HTML. Wir brauchen für diesen ganzen Effekt nicht mehr als eine Index-HTML und eine Style-CSS. Diese habe ich hier schon mal eingebunden, die befindet sich in einem sekundären Ordner, nämlich im CSS-Ordner unter dem Namen Style-CSS und ich habe eine Schrift von Google eingebunden. Das ist einfach nur, damit es etwas schöner aussieht. Ich habe hier eine etwas dickere, ich glaube die heißt Tilium oder so, verwendet, damit man einfach das Bild besser sieht. Ich denke, wenn man hier dünne Schriften verwendet, geht der ganze Effekt doch deutlich unter. Das andere, was wir brauchen, ist ein Div-Ordner mit einem Hintergrundbild. Das ist einfach dieses Hintergrundbild, wobei das für den Effekt an sich eigentlich egal ist, sondern nur für den optischen Effekt, da es halt dasselbe Bild ist, was ich hier auch als Schrift eingebunden habe, darstellt und das Ganze ganz nett aussieht. Hier drin befindet sich dann das Kernstück, nämlich eine H4-Überschrift. Natürlich ist es egal, ob eine H4-Überschrift, ob das in einer Div-Container ein Paragraph ist oder eine H1. Dieser Effekt funktioniert eigentlich auf allen textbasierten Objekten im HTML und sollte daher kein Problem sein. Das Bild habe ich auch schon eingebunden, das heißt einfach Background.jpg ist in einem Image-Ordner und werden wir später durch CSS einladen. So, als erstes kopiere ich mir jetzt mal diese Klasse, da muss ich es nicht abtippen, und schreibe hier allerdings als erstes Body, HTML und wir stylen uns erstmal unsere ganze Website mit Margin 0, Padding 0, Width 100% und Height 100%. So nutzen wir eigentlich den gesamten Bereich unseres Browserfensters und das Ganze könnt ihr jetzt natürlich unter alichdesign/tutorial/cooltext, da solltet ihr jetzt auch den Link einblenden, verfolgen und eure Ergebnisse vergleichen. Wenn ich das Ganze jetzt aktualisiere, habt ihr gesehen, das Ganze rutscht hier so ein Stück dichter ran und dadurch haben wir hier einfach schon mal den ganzen Browser genutzt und können jetzt mit unserer Klasse, die ich ja schon kopiert habe, odbigbox, das Bild im Hintergrund stylen. Wie gesagt, das Bild, was hier als Viereck drin liegt, hat mit dem eigentlichen Effekt nichts zu tun. Was heißt, wenn ihr wirklich nur diesen Effekt machen wollt, könnt ihr diesen einen kleinen Schritt jetzt auch weglassen. Das sollte euren Effekt eigentlich nicht sonderlich stören. Als erstes sage ich hier einfach Position Absolute mit Top 150 Pixel, Left 150 Pixel, Right 150 Pixel und Bottom 150 Pixel. Dazu sage ich natürlich Background, URL, Tutorial, Cooltext, Image, das Hintergrundbild. Dann sage ich No Repeat, damit es sich nicht wiederholt und Center, damit es ausgerichtet ist. Dazu sage ich noch Background Size Cover, sodass wir wirklich die gesamte Fläche ausfüllen. Wenn ich das Ganze jetzt aktualisiere, sollten wir hier in der Mitte ein Bild haben. Zack, da ist es auch schon und das sieht halt jetzt genauso aus wie unsere Vorlage und wir werden jetzt natürlich noch den Text stylen. Das ist der Kernbestandteil dieses Tutorials und deswegen gehe ich hierauf jetzt mal etwas genauer ein. Grundsätzlich sagen wir als erstes einfach mal H4. Wie gesagt, wenn das nicht eine H4 ist, ich habe das jetzt einfach nur random gewählt, könnt ihr das natürlich verändern. Das erste, was ich mache, ist, ich binde meine Schrift ein. Wie gesagt, ich habe jetzt eine sehr dicke Schrift verwendet. Ich empfehle das auch mit dünnen Schriften. Also ich habe erst eine Lato verwendet, die ist halt extrem dünn.
geht dieser Effekt einfach unter und hat nicht mehr diese schöne Wirkung. Das nächste, was ich sage, ist einfach Text Line ups, Center. Damit drücken wir den Text in die Mitte, sagen Font Size natürlich richtig groß, 100 Pixel, damit das einfach schön im Auge liegt. Dann sage ich noch Text Transform, wo ist es? Uppercase, dadurch werden die Buchstaben einfach alle groß geschrieben und das ist ganz wichtig, beziehungsweise wichtig eigentlich nicht, aber es hilft diesem Effekt, weil man so einfach einen mehr Text hat, den man füllen kann. Sonst sind die Buchstaben kleiner und stellen einfach auf weniger Text dar. Das nächste werden jetzt eigentlich die entscheidenden Sachen. Ich gebe jetzt als erstes einfach mal einen Background. Also wir geben unserem Text jetzt ein Background-Image. Und das an sich ist eigentlich nicht besonders, weil wenn wir das jetzt einfach machen und das Ganze abspeichern, sollte sich zwar unser Text jetzt in die Mitte rücken und, ups, da ist es auch schon, und auch schon ein Hintergrundbild haben. Ich kann jetzt auch einfach mal sagen, dass unser Hintergrundbild Center und Bottom bekommt. Aber wie ihr seht, ups, wieso aktualisiert es sich noch nicht, haben wir zwar das Hintergrundbild in dem Text drin, allerdings nicht nur der Text ist das Hintergrundbild, sondern die gesamte Fläche des Objektes. Was heißt, wenn ich das untersuche, sehen wir hier, ja, wir haben die H4-Überschrift, aber wir sehen diesen blauen Balken. Dieser blaue Balken ist im Prinzip der Margin-Abstand und der Padding-Abstand dieser Schrift, also das gesamte HTML-Objekt. Und das wollen wir nicht. Wir wollen ja wirklich nur, dass die Schrift dargestellt wird mit dem Bild und nicht der ganze Rest. Und das ist dieser coole Effekt, den wir jetzt benutzen werden. Das hier löschen wir jetzt als erstes mal raus und sagen als erstes WebKit, das müssen wir in diesem Fall noch schreiben, Text Fill whoops, Color. Und jetzt können wir sagen Transparent. Dadurch, wenn wir das jetzt aktualisieren, ups, sehen wir, dass der Text an sich weg ist. Wir sehen den Text nicht mehr. Und das bedeutet jetzt einfach, dass die Schriftfarbe nicht mehr da ist. Wenn ich jetzt den wirklich wichtigen Befehl dieses Tutorials, auch mit WebKit, einbinde, und zwar Background minus ups, Clip und dann sage Text, dann wird der Text vernünftig umgebrochen. Ups, wo ist es? Habe ich etwa, jetzt hat es umgebrochen. Wollte nicht aktualisieren. Jetzt seht ihr, dass das Bild praktisch sich an dem Text umgeklippt hat. Was heißt, alles, was nicht von dem Text bedeckt ist, wird also verschwindet. Dieser Befehl mit WebKit Text Fill Color Transparent ist allerdings so wichtig, weil es einfach die Textfarbe an sich löscht. Wenn ich das jetzt rausnehme und abspeichere und das Ganze aktualisiere, seht ihr, dass immer noch unsere schwarze Schrift da drüber liegt. Und das wollen wir natürlich nicht. Das heißt, wir blenden die Schrift aus und lassen uns das Hintergrundbild geklippt von der Schrift anzeigen. Und jetzt können wir das Ganze natürlich noch beliebig animieren. Das heißt, wir können jetzt hier sagen Background Position 50%. Und hier sagen wir einfach mal 25%. Das heißt in der Mitte links und rechts 50, von oben nach unten 25%. Und damit können wir das Bild verändern. Das heißt, ich kann hier auch sagen wir mal 80%. Ändert sich nicht so richtig irgendwie. Machen wir doch mal Center. Center. So, jetzt müsste es eigentlich komplett zentriert sein. Ja, jetzt ist es halt so wie in unserem Beispiel hier. Und jetzt können wir das Ganze animieren. Und animieren ist ziemlich einfach. Wir sagen nämlich einfach hier unsere H4 bei einem Hover. Soll etwas passieren. Und zwar unsere Background Position soll sich von Center. Ups, hier habe ich jetzt eins rausgelöscht. Von Center zu Center Bottom bewegen. So, wenn ich das Ganze jetzt abspeichere, passiert erstmal noch nichts. Wenn ich jetzt aber drauf hover, springt das halt direkt weg. Und das Ganze können wir jetzt mit unserem Standard Animations Transition All 800ms Befehl verändern. Und jetzt sollte das Ganze sich schön animieren, wie in unserem Beispiel auch. Man kann natürlich mit diesem Text jetzt wunderbar rumspielen. Das ist immer noch normaler Text, was heißt, alles funktioniert. Ihr könnt ihn immer noch dicker, dünner machen, größer, kleiner. Ihr könnt ihn kursiv setzen.
Da ist eigentlich keine Grenze gesetzt, was auch bei normalen Text geht. Was ihr aber auch machen könnt, ist Verläufe vergeben. Was heißt, dieser Effekt mit dieser Clipping Mask funktioniert auch mit Verläufen. Was heißt, ihr könnt hier Hintergrundverläufe, also einfach statt einem Hintergrundbild, macht ihr einen Verlauf. Und so könnt ihr auch Text mit Verläufen darstellen. Davor muss ich allerdings sagen, Verläufe in Text oder Verläufe allgemein in der Gestaltung sind immer mit Vorsicht zu genießen. Nimmt niemals sehr, sehr krasse Verläufe. Sonst lieber so etwas wie von einem hellen Blau zu einem Türkis oder von einem Rot zu einem sehr dunklen Rot oder sowas. Also sehr, sehr, sehr dezente Verläufe, weil sonst sehen Designs oft sehr billig und sehr, ja, wirklich nicht schön aus. Wie gesagt, das war ein sehr schnelles und trotzdem finde ich extrem cooles Video. Ich hoffe, dass dieser Effekt einfach in Zukunft viel öfter im Web vorkommt, weil ich es einfach total schön finde irgendwie, wie sich Text so verändern kann. Ihr seht hier, wie schön, ja, es passt einfach schön zum Bild und es ist eine ganz andere Atmosphäre, als wenn jetzt hier wirklich einfach so ein schwarzer Text drüber stehen würde. Und ja, ich hoffe daher, dass sich das einfach ein bisschen durchsetzt und in Zukunft viel, viel mehr solcher Texte im Web zu finden sind. Nächste Woche geht es dann weiter mit einem relativ ausführlichen JavaScript-Tutorial. Und zwar werden wir uns mit jQuery auseinandersetzen und damit Highlights in eine One-Pager-Seite einbauen. Was heißt, wir werden eine Näherungsfunktion mit jQuery schreiben. Die ist ziemlich cool und etwas aufwendiger als dieses Video. Daher freut euch auf nächste Woche. Viel Spaß beim Nachmachen. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst einen Kommentar. Und ansonsten, ja, viel Spaß beim Nachmachen. Ciao!